Hallo zusammen, willkommen zurück zu Pop Goes. Eins meiner, glaube ich, ersten Spiele sogar, die ich auf diesem Kanal gebracht habe. Ich habe einfach gedacht, okay, es sei vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, das Spiel nochmal zu spielen, bevor ich endgültig ins High-End-Geschäft gehe, da ich mir bald ein neues Mikrofon hole, einen neuen Rechner habe und neue Spiele dementsprechend. Ich habe mir gedacht, gehen wir nochmal zurück zu den Wurzeln und spielen Weaselware oder Pop Goes. Nur falls ihr fragt, warum ich die Webcam nicht anhab, sie war penetrant und hatte keine Lust drauf. Und ja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich getan habe damals. Ich glaube, das ist schon gute 2 Jahre her. Also erwarte nicht zu viel von mir. Pop Goes, Loading. Also, dass der SV kalt, der freundlich ist. Der fucking Erste. Der Typ ist voll nett, ich mag ihn. Was können die Roboter eigentlich? Hi. A lot smaller. Didn't need anyone for that either. Designed, printed, put together all by yours truly. Relying on other people is nonsense, I tell you. Of course, don't let that discourage you from doing your job. There are always exceptions. Right. I'll be it for the first night. Hi. Also laut dem Typen hat sie ja selbst gebaut, sie sind nicht fähig, jemanden zu verletzen. Er hat selber ausprobiert. Ich weiß nicht, was der für kranke Hobbys hat in seiner Freizeit, aber ich finde ihn ganz nett. Okay, er macht in den Birthday Room, offenbar. Und soweit ich mich noch erinnere, muss ich die Rooms runterfahren. Damit er keine 3D-Teile druckt, um etwas zu bauen, das mich verletzen kann. Und ich will zwar nichts sagen, aber aus Fenster zu gucken, wo auch ein Roboter steht, ist nicht unbedingt praktisch. Ist auch nicht besonders beruhigend, dass dieser Platz vollautomatisiert nur mit Robotern läuft. Und ist auch nicht praktisch, dass eine Theorie besagt, dass ich selber ein Roboter bin. Das heißt, ein Roboter gegen die Roboter ein Problem, etwas haben, das ist. Ja, sehr verwirrend. Nö, du druckst nix in 3D. Nein, danke, ich brauche keine schwarzen, langen Sachen in meinen Videos. Der will unbedingt in den Birthday und den Art Room. Ihr macht mir hinter meinem Rücken nichts, oder? Ja, ihr macht nichts hinter meinem Rücken. Hier ist ja der Server Room, hier ist ja noch etwas und. Stresspegel steigt jetzt schon in mir drinne. Hallo, Krähe. Hallo, Roboter, die mich theoretisch gar nicht verletzen können, aber es trotzdem irgendwie tun. Du nix machen, 3D-Teil? Ich ne sage dich, du nix 3D-Teil. Und was das ja ist, viele sagen ja, dass die FNAF-Serie unlogisch ist bei der Zeit. Oder auch die Fangames, wie schnell zum Beispiel die 3D-Druck sind. Aber ihr müsst denken, man hat hier 6 Stunden. Die komprimiert sind auf einen spezifischen Zeitraum, was theoretisch gesehen ist, das, was ich hier mache, sau langsam. Hätte vor so ein Echtzeit-FNAF-Game. Oh mein Gott. Verreckt man bei 5 AM und 59 Minuten, rafft man wahrscheinlich auch einen Ausraster des Todes. Ich würde sagen, es schlagt mich gut, einfach, dass ich das Spiel so lange nicht mehr gespielt habe. Es ist halt noch irgendwo in mir drin. Und es ist ja auch aus meiner Sicht eins meiner
aus meiner Sicht persönlich, ich bin sehr gut im Reden heute mal wieder. Besten FNAF-Fangames. Läuft, Kinder, läuft! Der Roboter am 3D-Drucker möchte mit euch ganz komische Sachen machen. Er möchte für euch etwas Spezielles drucken. Oh mein Gott, meine Witze sind heute wieder sehr schlecht. Nein, doch. Aber warum auch immer man so einen Gedanken hat, ich nehme Computer oder Game-Konsole und baue da das ganze Sicherheitssystem drauf. Meine ja nur. Nö. Du nix machen da. Ich sehe eine Lüftungsschächten über mir. Gut. Die muss ich ja nach dann auch noch kontrollieren. Fuck. Nö. Ab wann hat's denn hier eigentlich eine Fankamera? Also ich bin da. Wenn die nach da gehen, kommen die wo raus? Soll ganz eventuell nach dem Kollegen hier gucken. Würde man behaupten, die gehen da rein, kommen da raus und ab dann macht die einmal rundherum, um mich zu rapen, oder? Oder warum sind die Lüftungsschächte da? Ihr kommt mich um zu rapen, oder? Genau, ihr kommt mich. Ihr kommt mich so richtig rapen. Yay, 6 AM. Da la 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 la. Ich mag Minigames. Die sind immer so pixelig. Dieser sprach ja und hat eine RTX 2070 bestellt. Wo muss ich hin? Ballons. Ich mag Ballons. Ballons sind gut zum kleine Kinder erschrecken. Ich bin wieder sehr, sehr freundlich. Zeig mich mal wieder von meiner sozialsten Seite. Mit Sachen interagieren. Yay. Interaktion. Ich mag Interaktion. Was? Wie? What the fuck? Fuck war das? Was soll das? Warum war es da? Gerade übertrieben ist Angst, auf einmal so ein Chumsk in die Fresse bekomme. Und dann zeitverzögerten Chumsk. Hihihi. Wo ist war fucking sweet und spooky zugleich? Ich werde das Ding nie wieder berühren. What the fuck? Warum war der Balloon Boy angekettet? Meine, die meisten von uns würden Balloon Boy gerne angekettet. Sachen mit ihm machen. Das war laut. Ich meine, ich habe verstanden, dass jetzt die zweite nachkommt. Du musst mir ja nicht direkt aggressiv ins Gesicht reinschreien. Sonst schreie ich zurück. Ihr bleibt da. Danke. Und der ist schon wieder auf Touren. Der geht schon wieder stiften. Ein Bonus. Geld. Der ist schnell. Der Typ will heute unbedingt in diesen Raum. Unbedingt Raum mit Kamera 6. Und der andere Typ ist immer noch freundlich, aber es ist verdächtig, dass wir nur vorübergehend warm haben dürfen. Oder vielleicht weiß ich, dass ich Schweiz bin und ich sowieso kälteresistent als fuck bin. Da schon wieder. Der geht die ganze Zeit in diesen Raum. Und ich höre die ganze Zeit sehr beunruhigende Geräusche. Da ist ein Zettel. Heat the wind to stop noises.
Sind aber immer noch Geräusche. Oder drehe ich langsam aber sicher durch? Wenn ich langsam aber sicher durchdrehe, erinnere mich bitte daran, danke. Das ist sehr unterhaltsam, diese Nase zu drücken. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Stop it. Oh mein fucking Gott, die sind weg. Hier ist auch ein 3D-Drucker. Okay, die sind noch da. Popko ist nicht da. Da ist er. Okay, okay, ich muss diesen Raum hier auch runterfahren. Schauen. Geht doch. Und die sind noch immer da. Die kleinen Backer-Bitches. Die sollten dort aber nicht drin sein. Nö. Du kommst dann hier nicht rein. Okay, jetzt fängt es an lustig zu werden. Habe ich die ganze Zeit Missbies im Lüftungsschacht rumhängen? Nö. Ihr bleibt da drinne. Deinem Room. Heat. Immer schön nachbrennen. So. Ich stehe nicht unter Stress. Gar nicht. Kein Stress, nur Progress. Shut down the fucking room, heat den room up. Das funktioniert jetzt gerade eigentlich erstaunlich gut. Ich weiß einfach, was wenn noch mehr dazu kommt. Heat. Den runterfahren bitte, danke. Ich weiß zumindest von wo das Geräusch kommt. Das ist das Shutdown-Geräusch da. Panikmeter, bleib unten. Ich hab keine Panik. Ich hab überhaupt keine Panik. Ich hab überhaupt keine Panik. Ihr kommt nicht an mich ran. Oh nö. Oh nö. Du bleibst bitte dort. Warum kann ich bei dem nicht auf die Nase drücken? Ich würde dem sehr gerne auf die Nase drücken. Sehr, sehr gerne. Zu gerne. Nö. Nö. Wisst ihr, ich find's doch so geil, die warten immer, bis sie ganz sicher sind, dass sie nicht gleich ihren Rücken wegbrutzel. Eigentlich ist es ein geiler Takt. Den muss ich nur so beibehalten. Dann wird alles gut. Dann bekomme ich mein iPhone XR mit der Lohnerhöhung. Bald gibt's noch so ein richtiger Beat. So, Room ist runtergefahren, die anderen kommen auch nicht weiter. So soll's laufen. Du da hinten hältst die Fresse, danke. No. Wo ist er? Da ist er. Und du, Schweinerich, druckst, wie gesagt, keine langen schwarzen Sachen. Das ist der falsche Plattform. Der falsche Plattform. Ich gute Deutsch. Oder wir haben was Gehirn. Ich fahr nur ein bisschen da drunter, dann einmal schön über das Rückgrat. No.
habe immer noch Geräusche. Und sogar sehr viele. Was ich relativ assi finde. Shut down the room. Hitze den Vent. Schaut hinter den niemand ist. Oh, vor allen Dingen der Einbrecher ist voll einfach. Der müsste einfach durch die Scheibe durch erschießen. Wir sind ja so weit, ich weiß, in Amerika. Hart, sind jetzt alle beide in einem Raum. Die können jetzt zusammen Party hart machen. Wenn ich jetzt gerade frage, ist mein Ding oder nicht? Ich würde zwar behaupten, nö, weil da ist ja noch mal. Jetzt bin ich die eine, die vorhin durch den Schacht gegangen ist. Was war das gerade eben für eine Aktion? Kollege. Dort drüben war ich ja schon. Versuche einfach einmal weiter geradeaus zu gehen. Kann ich einfach jemanden auf der Nase drücken? Ist auch schon wieder. Bip, bip, bip. Dann halt nicht. Das sind sehr komische Geräusche. Make it stop. Ah, bip, bip ist wrong. Was sind das für Geräusche? Die ganze Zeit. Hier macht wieder Piep. Hier, guck mal, hier sind die Toy Animatronics und dann hier ist Versteigerungshammer, glaube ich. Was ist passiert? Und wieder dieses silberne Etwas? Nö. Das war nur einmal, das hat jetzt keine Lust mehr auf mich. Das hat verstanden, wie männlich ich bin. Also gar nicht. Und hat mich dementsprechend in Ruhe gelassen, wollte wahrscheinlich nur mir ein Bier trinken oder so. Hey, du da, du Roboter. Komm, lass uns ein Bier trinken. Du bist glaube ich auch ein Roboter aus dir, Mann. Wir können kein Bier trinken. Können schon. Die Frage ist, was für Folgen. Ha. Ach, das aufhört. Das ist ein unglaublich unangenehmes Geräusch. Hi, sorry Freddy. Dritte Nacht, aber ich würde sagen, bevor wir da weitermachen, was mit diesem Video? Wenn es gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann würde ich mich über euer Abo freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.